Ach ja, Happy Valentinstag. Ich bin aktuell so glücklich. Ich habe auch noch ein kleines Pillen-Update für euch. Es ist wieder Mädelsabzeit! Also, Pizza-Emojis in die Kommentare, wenn ihr eins dieser Bilder Denn haben wollt. keiner will diese Scheißbilder. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und zwar mache ich mich jetzt ready, denn ich gehe heute aus. Hans und Olaf Time! Oh, hast du schon einen Shop gemacht? Nee, also, Ach so, ich habe halt einfach jetzt muss aufgehört. doch einer so machen. Hast du dann nochmal? Nee, geil. Okay. Was machst du da? Ich mache uns lecker frisch gepressten Oh, O-Saft. geil, Babe. Guck Und mal, ich was der hier für zeige euch jetzt, eine wie das Taktik hat. funktioniert. Ja, mach mal ein Tutorial. Das Ding ist, wir haben das natürlich perfektioniert. Außer in der Ansicht, dass es natürlich noch echt viel Arbeit ist. Ich finde Also. es süß, dass du wir sagst, weil du es halt wirklich immer alleine machst. Ja, egal. Also, erst machen wir das natürlich in unserer normalen O-Saftpresse hier. Da kommt allerdings meistens noch zu viel mit durch. Also wir Stückchen mögen meinst unseren du? O-Saft eher clean. So, deswegen ist die Station nach der Pressmaschine ist quasi hier ein Sieb. Das heißt, das Ganze kommt nochmal hier ins Sieb rein und tropft dann in den Topf darunter, ja? Verstehe. Da kann man jetzt ein bisschen warten. Das läuft dann da durch. In der Zeit kann man schon die nächste Fuhre machen oder so. Und dann muss man nochmal hier mit ein bisschen mit dem Löffel so nachhelfen, damit das alles schön da durchläuft, ein bisschen drücken. Und dann kommt am Ende eine schöne Flasche O-Saft ohne Stückchen und frisch gepresst Und wir raus. können euch dafür übrigens hier diese, ich glaube von True Foods, ja stimmt, steht hier, Flaschen empfehlen, weil die echt irgendwie perfekt dafür sind. Also es Geil, ist Babe. wirklich brutal viel Arbeit und ich würde liebend gerne einen kaufen, aber O-Saft in der Menge kaufen, du Ja. zahlst halt viermal so viel. Hans sagt auch immer, sein größter Traum ist es, irgendwann so eine richtig krasse O-Saftmaschine zu haben, wo du einfach die fertig, also die O, wie heißt das, Orangen einfach Orangen! reinschmeißt und der dir dann einen O-Saft macht. Das wäre Die natürlich der sind Traum super irgendwann. extrem geil, Ja. die sind aber auch extrem groß, teuer und ich weiß gar nicht, wie man die sauber macht, weil die musst du doch Naja, auch mal sauber machen, keine oder? Ahnung. Oh, viel zu früh. Was singst du hier so Warum rum? willst du mich immer erschrecken, Weil du es verdient Mann? hast. Mach, komm, mach. Mann, du hast rausgezogen, bist du dumm? Warum beißt du Oh mein drauf? Gott, Babe, Dumme das ist doch deine Ziege. Schuld. Aua. Die E-Mail habe ich tatsächlich schon bekommen und daraufhin habe ich schon einen Termin gemacht. Der ist jetzt für Freitag um. Bei ihrer Freundin. Weißt du, wie die geredet hat, wie dieser von wie heißt Ja, genau so hat die geredet. Ja, Ja, wir haben gerade einen Anruf der bekommen, ist auch abgelaufen. dass Bringen wir Sie unsere den auch mit. So hat die Reisefresse geredet. abholen können, aber machen wir jetzt in ein paar Tagen. Wir gehen jetzt nämlich erstmal unseren Aber auch, Wocheneinkauf dass man zum Abholen machen. von seiner Reise Ja, einen ich Termin machen muss. schwöre. Sag, ich gehe da rein, Das gib war meine eine Kasse. Sekunde lang Jo. untätig. Junge, wie viel haben wir wieder eingekauft? Hans hat übrigens gerade noch spontan einen Internetvertrag abgeschlossen. Ich hatte vorher eine 500 Mbit-Leitung, jetzt haben wir eine 1000 Mbit-Leitung und ich zahle quasi nur 4 Euro mehr. Ach Leute, was soll ich sagen? Ich bin aktuell so glücklich. Ich merke einfach so krass, seitdem dieses ganze Studiums-Uni-Thema weg ist, dass ich so erleichtert bin und mir irgendwie so eine Last von den Schultern gefallen ist. Ich bin jetzt letztens auch, ich glaube, da bin ich zum Sport gefahren, habe so Musik gehört, die Sonne hat geschienen, ich habe irgendwie so ein richtig schönes Lied gehört und ich habe einfach so krass gelächelt im Bus, weil ich mir dachte, Alter, das Leben ist einfach schön. Ich merke aktuell richtig, wie ich so richtig unbeschwert bin, wisst ihr, was ich meine? Und das ist richtig, richtig schön. Es ist traurig, dass ich das vorher nicht so doll hatte, das Gefühl, weil die Phase mir ja auch irgendwie Spaß gemacht hat, aber ich merke auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied. Also ich fühle mich so leicht und unbeschwert so die letzte Zeit. Und ich hoffe, wenn ihr euch gerade in einer Phase befindet, wo ihr euch nicht so leicht und unbeschwert fühlen könnt, dass ihr einfach, ja, sag ich mal, euer Ziel vor Augen habt. Sagen wir, ihr studiert gerade, dann habt das Ziel vor Augen, dass ihr irgendwann natürlich auch fertig damit seid. Oder wenn ihr in irgendeiner Phase seid, habt das Ziel vor Augen, dass ihr
irgendwann diese Phase überwinden werdet. So wisst ihr, deswegen versucht euch auf sowas zu konzentrieren. Das gibt einem, glaube ich, immer ganz gut Kraft. Und ja, ich bin einfach gerade ganz glücklich. Ich habe auch noch ein kleines Pillen-Update für euch, beziehungsweise auch vielleicht eine Frage, vielleicht kennt sich da jemand aus. In einem der letzten Vlogs, der hieß Endometriose-Update, habe ich euch so ein bisschen mehr zu dem Thema erzählt. Kurzfassung, ich habe Endometriose, habe jetzt eine lange Zeit so eine Endometriose-Pille genommen, die musste ich jetzt aber wechseln, weil ich jetzt auch immer Zwischenblutungen davon bekommen habe. Und jetzt nehme ich halt aktuell eine Mini-Pille, das ist sozusagen eine normale Verhütungspille, die man aber durchnehmen kann, damit ich halt meine Tage nicht bekomme. Falls euch das Thema genauer interessiert, guckt euch den Vlog vielleicht nochmal an. Und es ist jetzt so, ich habe diese Pille jetzt gewechselt und auch schon einige Wochen genommen. Sogar, glaube ich, über einen Monat. Und meine Zwischenblutungen am Anfang sind komplett weg gewesen. Und ich dachte so, Halleluja, es hat geklappt. Aber nein, ich habe mich zu früh gefreut. Irgendwie waren die Zwischenblutungen für ein paar Wochen weg und ich habe mich so drüber gefreut. Und jetzt haben sie leider wieder angefangen. Also ich habe jeden Tag wieder so ganz, ganz minimale Blutungen. Es ist nicht doll und auch nicht super schlimm, aber irgendwie ist es auch nicht so geil. Deswegen weiß ich irgendwie nicht genau, wie ich damit umgehen soll, ob ich jetzt nochmal zum Arzt gehen muss oder nicht. Die Ärztin hatte mir auch geraten, wenn es gar nicht aufhören sollte, kann ich auch mal probieren, 2 von diesen Mini-Pillen am Tag zu nehmen. Für eine Woche ungefähr. Und das probiere ich jetzt tatsächlich. Also ich habe jetzt, glaube ich, vorgestern oder so 2 genommen, gestern 2 und heute werde ich auch 2 nehmen und dann mal gucken, wie lange. Ich weiß auch nicht, ob das wieder Zufall ist, aber ich habe übel die Kopfschmerzen jetzt die letzten Tage gehabt. Keine Ahnung. Ist irgendwie so ein bisschen kompliziert zu wissen, was man jetzt machen soll und was nicht. Für mich ist es aktuell keine Option, die Pille komplett wegzulassen. Aber mit diesen Zwischenblutungen jetzt die ganze Zeit zu leben, ist irgendwie auch nicht so geil. Deswegen, keine Ahnung, ich werde der Pille jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen eine Chance geben. Ich werde jetzt eine Woche mal probieren, wirklich 2 am Tag zu nehmen. Und dann generell auf jeden Fall noch ein paar Monate das Ganze zu beobachten. Vielleicht wird sie auch wieder besser. Falls nicht, muss ich dann, glaube ich, nochmal zum Frauenarzt und gucken, was wir weiter probieren. Vielleicht nochmal eine andere Pille, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall irgendwie ein kompliziertes Thema, weil es einfach keine optimale Lösung für die Situation gibt. Naja, aber das war ein kleines Update. Wollte ich euch nur erzählen, falls irgendwer von euch irgendwelche Erfahrungen mit dem Thema hat, auch so mit diesen 2 Mini-Pillen am Tag zu nehmen oder auch mit diesen Blutungen beim Pille durchnehmen und beim Thema Endometriose, keine Ahnung, vielleicht hat jemand von euch da Erfahrungen. Ich versuche aktuell ein bisschen darauf zu achten, wie viel ich trinke. Ich habe mich nämlich letztens mit Mone darüber unterhalten, wie viel man eigentlich so trinkt und ich wusste das bei mir gar nicht. Bei mir war es nämlich immer so, ich habe zwar eine Trinkflasche, wo man ja auch sehen kann, wie viel da immer drin ist, deswegen eigentlich könnte ich es wissen, aber ich habe nie darauf geachtet. Ich habe bisher einfach immer getrunken, wenn ich mich gerade nach Trinken gefühlt habe oder wenn ich Durst hatte. Aber so richtig wusste ich eigentlich nie, wie viel ich trinke. Und deswegen versuche ich gerade die letzten Tage so ein bisschen drauf zu achten. Und auch jetzt nicht extra mehr zu trinken, nur weil ich weiß, dass ich drauf achte, sondern einfach wirklich nur, um mal zu gucken, wie viel ich eigentlich so am Tag trinke. Ich habe das jetzt ein paar Tage gemacht und muss sagen, ich glaube, ich trinke genug. Also am ersten Tag, das würde ich aber als Ausnahme zählen, weil das war der Tag nach dem Super Bowl, wo man eh komplett müde war und erst mittags gefühlt aufgewacht ist. Da habe ich tatsächlich knapp 1 Liter getrunken, das ist nicht so viel. Aber jetzt so die anderen Tage waren es meistens so um die 2 Liter sogar. Und mit 2 Litern bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Also ich hatte so in meinem Kopf mein Ziel, dass ich schon darauf achte, dass ich 2-mal so eine Flasche leer kriege. Das sind dann 1,4 Liter. Ist jetzt auch nicht mega viel, aber für mich persönlich hätte es jetzt gereicht. Aber ich glaube, ich kriege sogar oft mehr hin. Gerade wenn ich irgendwie so unterwegs bin oder zum Sport gehe oder so, trinkt man ja auch mehr. Deswegen bin ich, glaube ich, ganz zufrieden. Ich beobachte es trotzdem nochmal die nächsten Tage, damit ich weiß, dass ich wirklich genug trinke. Aber ich glaube, ich habe damit nicht so ein Problem. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viel ihr so am Tag trinkt. Ich habe auch mal versucht, das auszurechnen. Ich habe da mal so eine Seite gefunden. Und da stand, dass mein Mindesttrinken, was ich trinken sollte, bei 1,8 Litern liegen soll. Weil ich bin ja sehr klein und bewege mich jetzt auch nicht mega krass viel. Deswegen sollten so um die 2 Liter auf jeden Fall reichen. Und das kriegen wir hin. Keine Ahnung, warum ich jetzt so lange darüber geredet habe, wie viel ich trinke, aber ich fand das Thema irgendwie interessant. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, wie viel ihr trinkt. Boah, das sieht so lecker aus. Ich habe gerade einen leckeren Auflauf gemacht und der wird sich jetzt genüsslich in den Bauch getan. OMG, what's happening here? Es ist wieder Mädels am Start. Yeah! Oh mein Gott, ich dachte gerade, ich wäre dabei. Wir haben so Weekend-Time.
Und man muss sagen, Leute, also wir haben uns erstmal versammelt, ja, weil gleich GNTM losgeht. Und zwar Galileo. Nee, ist Galileo. Startet wieder GNTM und diese Staffel ist, glaube ich, sehr besonders. Wir sind sehr gespannt. Und noch besonders, wir haben wieder Meckes am Start. Wir haben ja, erzähl neue mal. Regel, ne? Ja. Einmal im Monat nochmal für uns Meckes. Das haben ja. Oh, wow. Einmal im Monat Meckes haben wir jetzt für diesen Abend geopfert. Das ist jetzt Februar, also das nächste Mal Meckes erst wieder im März. Oh mein Gott, das ist so schrecklich. Das passieren wird. Nee, wir müssen so genießen. Nur weniger Tage. Stimmt. Ja, das ist richtig. Ah, aber dieses Jahr ein mehr. Danke. Ja, deswegen werden wir es jetzt nicht schaffen, wegen dem einen Tag mehr. Guten Tag! Man hat gerade einfach nur ein Klirren gehört. Was haben Sie angestellt? Ich war das wirklich nicht. Also das Ding ist, das hatte halt ja schon eine Macke von dir. Ja. Hast du das schon mal gezeigt? Ja, glaube ich. Du hast so gewirkt, als wolltest du ein neues kaufen, aber es war ja nur eine kleine Macke, das wäre ja nicht okay gewesen. Deswegen habe ich das jetzt auf mich genommen. Ich, böse Hans, habe ich jetzt kaputt gemacht und jetzt sollten wir neue kaufen. Machen wir. Das Problem ist, ich finde das so doof, IKEA hat ja immer solche, aber immer in anderen Farben und diese Farbe jetzt haben die da nicht mehr. Ja, wir kaufen das und das dann, ne? Ja, aber wir müssen eine andere Farbe dann kaufen. Ja, guck das mal, Leben. Wie perfekt diese Farbe hier reinpasst, das geht nicht. Apropos perfekt, guck mal, hi, mein Schatz. Hallo. Dein Schatz. Nee, komm grad nicht. Mone zeigt uns gerade, was für Tiere sie kann. Oh ja. Babe und du, was kannst du? Quark. Was hast du gerade gesagt? Was? Das ist unser Termin erst in 2 Minuten? Ja, und wir sind jetzt schon raus. Wir haben gerade unsere Reisepässe abgeholt und haben eine Randale mitbekommen. Da war nämlich irgendwie ein technischer Fehler heute. Und deswegen waren da voll Termine irgendwie wie Krise. Keine Ahnung, da war ein älterer Herr, der heute wohl schon mehrmals da war und immer wieder weggeschickt wird, weil, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er ein bisschen Randale gemacht und die Mitarbeiter waren ein bisschen überfordert. Das war ganz witzig, weil Vicky 2 Sekunden vorher gefragt hat, wofür brauchen die hier eigentlich eine Security-Bar? Ja, aber man muss sagen, der Security-Typ hat gar nichts gemacht. Ach, nee, er stand nicht. Ja, aber er hat auch nichts gemacht. Aber einmal hat dieser Mann so einen Schritt nach vorne gemacht und da hat der Security-Typ ja, das stimmt, hat schon das stimmt. Sofort... Der war auf jeden Fall dazu gekommen. Er hat's, genau. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt unsere Reisepässe. Jetzt können wir reisen. Ja. Was geht denn hier ab? Wir machen gerade eine Art Night. Soll ich die Wahrheit erzählen? Ja, klar. Also die Wahrheit ist, wir drehen das hier gerade für eine Kooperation. Dafür müssen wir ein bisschen malen. Aber es macht mir sehr viel Spaß gerade. Ja, und man muss auch sagen, das von Hans sieht echt gar nicht mal so schlecht aus. Also man kann es ja mal zeigen, woran das inspiriert ist, aber... Das soll es werden. Genau. Aber ich male halt nie, ne? In Kunst in der Schule war ich immer kacke. Ja. Aber ich habe gerade viel Spaß. Sehr schön. Hans hat mir auch gerade von seiner Kunstlehrerin erzählt. Er hat wohl... Schöne Grüße, Sie waren so eine gute Kunstlehrerin. Ja, meins sieht aktuell so aus. Ich sag dazu einfach mal nix, oder? Ich finde das auch voll gut. Ja? Nein. Du Freundin. Doch, wirklich. Wirklich? Ja. Oh, ich dachte, du sagst wieder nein. Nein, einmal der selbe. Guten Morgen, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Heiß. Wie ihr seht, bin ich draußen. Ich starte heute nämlich das allererste Mal dieses Jahr meinen Morgen auf dem Balkon. Sonst war es immer zu dunkel, es hat geregnet, es war zu kalt. Aber heute ist es okay. Ich freue mich da sehr drüber, weil für mich ist das irgendwie so, ich nehme mir ja morgens immer sehr gerne Zeit, so dann nochmal ein bisschen zu lesen, ein bisschen so Gedanken aufzuschreiben und so. Und das ist auf dem Balkon immer irgendwie ein bisschen angenehmer, finde ich auch so mit der frischen Luft und so und mit dieser ruhigen Idylle mit unserer Straße hier, die mich abfuckt. Ne, ich freue mich auf jeden Fall sehr drüber. Ich werde jetzt ein bisschen meine Gedanken aufschreiben und lesen, meinen Tee trinken und ganz entspannt in den Tag starten. Guten Morgen, Liebe meines Lebens! Wie geht es dir? Ich rede mit dir, hallo. Hallo! Na? Guten Morgen! Was haben wir gerade gemacht? Eventuell haben wir wieder Croissants geholt, weil wir Es ist Samstag! Das wird irgendwie eine Tradition. Ist gar nicht unsere Schuld. So, genau, wir haben uns jetzt Croissants geholt. Und jetzt auf den Tisch. Und jetzt gibt es wieder stramme Macrons für uns. Stramme Macrons. Falls ihr unsere letzten Vlogs nicht geguckt habt, das ist ein strammer Max auf Croissant. Ein strammer Macron. So, ich hatte gerade einen kleinen mentalen Zusammenbruch, weil
ich mich einfach wirklich, Leute, in allen Hosen, die ich habe, fühle ich mich unwohl. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich bin, was sowas angeht, immer so empfindlich, aber mir drückt alles immer am Bund. So, egal wie stretchy die ist oder nicht, irgendwie, ich finde alles unbequem. Deswegen trage ich auch nur Leggings gefühlt meistens. Deswegen hatte ich mir heute auch vorgenommen, dass ich nochmal alle meine Hosen anprobiere und durchgehe und alles aussortiere, worin ich mich unwohl fühle. Und dass ich jetzt so lange irgendwo Sachen suche und bestelle, bis ich irgendwas gefunden habe, worin ich mich wohlfühle. Das Problem ist halt auch, bei mir ist das Hosenthema sowieso schwierig, weil ich halt super klein bin. Ich bin 1,54 groß. Heißt, ich finde Hosen finden für mich in der Größe sowieso immer sehr schwer. Und dann müssen die auch noch so bequem sein, dass ich sie bequem finde, was bei mir auch schon schwer ist. Deswegen, falls ihr mal Tipps habt, wo es kleine Hosen gibt, also Hosen für kleine Menschen, die aber super bequem sind, schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil ich habe noch keine gefunden. Was sagen Sie zur Thematik? Hey, das ist so ein Bums. Das sind nur Hosen. Was für nur Hosen? Du trägst jeden Tag eine Hose. Es muss bequem sein. Ja, aber es sind nur Hosen. Das ist kein Grund für einen mentalen Zusammenbruch. Hä? Aber was sollst du denn tragen, wenn alles unbequem ist, Babe? Babe, von mir aus. Ja. Kannst du nackt in der Wohnung rumlaufen? Ja, okay. Ich mach sogar mit. Aber rausgehen? Ja, da brauchen wir eine bequeme Hose. Die hast du draußen an und drin machen wir bei dir. Ja, Hose. Das ist wichtig. Wir müssen diese Hose jetzt finden. Okay, die finden wir. Ich wollte nur erzählen, wir gehen jetzt ein bisschen in die Stadt, weil wir ein bisschen Deko brauchen für die Wohnung. Einmal wollten wir hier ja so ein neues Zahnputzding und wahrscheinlich dann auch ein neues Seifenspenderding, damit das zusammenpasst. Und meine Mission ist es, hier für Deko zu kaufen. Also hier diese Pizzabilder kommen noch weg. Und ich will die eigentlich nicht weggewöhnen. Hans will die irgendwie behalten, aber das wäre so unnötig, weil ja, wär's auch, die sind nicht mal schön. Cool. Natürlich sind die schön. Ja, auf jeden Fall wollte ich hier... Leute, die haben, Leute. Wollen die, wir signieren die, will die jemand haben. Nein, wir verschicken die nicht, babe. Doch, wenn die jemand haben will und die in ein gutes Zuhause kommen, dann ist mir das lieber wert, als wenn wir die hier wegwerfen. Okay, wer so ein Bild haben will, schreibt, macht ein Pizza-Emoji in die Kommentare und schreibt... Sein Instagram-Namen dazu. Nee, wir müssen ja noch wissen, welches, weißt du? Ach so. Pizza mit einem Boot oder Pizzablume? Oh. Nee, das darf man nicht auswählen. Echt? Man sagt, ob man eins haben möchte und wir entscheiden dann, wer was bekommt. Okay. Also, Pizza-Emojis in die Kommentare, wenn ihr eins dieser Bilder habt. Keiner will diese scheiß Bilder. Wir werden sehen. Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, wollte ich hier für Deko haben. Ich bin generell nicht so zufrieden mit dieser Area. Ich bin sehr zufrieden. Die Blumen kommen nämlich weg, weil die jetzt eh schon eingedingst sind. Und ich finde, mit Blumen sah das eigentlich ganz schön aus. Deswegen suchen wir jetzt hierfür vielleicht irgendwie so Fake-Blumen oder so, was man da hinstellen kann. Ja, wir gehen jetzt einfach mal schauen, was wir so finden, oder? Genau. So, ich bin jetzt gerade dabei, mich ready zu machen. Meine Haare sehen kacke aus. Oh, mein Trockenshampoo ist leer. Verdammt. Drin. Und zwar mache ich mich jetzt ready, denn ich gehe heute aus. Das hört sich so dumm an. Alina hatte vor kurzem Geburtstag und sie feiert ihren Geburtstag heute so ein bisschen nach, aber nur mit Mädels. Wir treffen uns jetzt gleich nämlich in der Cocktailbar und Hans darf nicht mitkommen. Ich muss sagen, ich bin doch ein bisschen nervös. Also ihr wisst vielleicht ja, dass wir überhaupt nicht so Ausgehen-Leute sind. Also wir gehen ja nie feiern oder jetzt in so eine Bar oder so. Das machen wir eigentlich nie. Vor allem würde ich sowas eigentlich nicht machen ohne Hans. Da fühle ich mich irgendwie dann noch ein bisschen unwohl und nicht so sicher irgendwie. I don't know. Aber für eine gute Freundin macht man das mal. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es wird. Ich bin ja generell so eher so ein bisschen zurückhaltender und introvertiert. Und gerade so was neue andere Leute angeht, immer so ein bisschen... ruhiger. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es wird. Also eigentlich wären wir sogar 13 Mädels gewesen. Also gar nicht so wenig. Es haben aber super viele abgesagt, weil gerade super viele krank sind. Deswegen werden wir nur zu 7 sein. Ja, und ich kenne davon eigentlich nur Alina und noch ein anderes Mädel. Deswegen mal schauen, wie es wird. Es wird auf jeden Fall bestimmt ganz gut, aber ich bin noch ein bisschen nervös. Ja, ich bin auch gespannt, wie lange es geht. Ich kann es gar nicht einschätzen. Ich glaube jetzt eigentlich nicht, dass wir bis in die Puppen da sitzen werden. Also wir treffen uns um 20 Uhr da. Und ich werde auch nur einen einzigen Cocktail trinken. Denn an sich vertrage ich nämlich gar keinen Alkohol. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich vielleicht auch einen alkoholfreien Cocktail nehme. Aber ich dachte, so ein Cocktail ist vielleicht okay. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt nicht viel trinken oder so, weil ich gar keinen Alkohol vertrage eigentlich. Deswegen schauen wir mal, wie es wird. Ja, ich habe mich doch nochmal umgezogen. I don't know. Ich finde sowas immer so schwer einzuschätzen, weil...
In dem anderen Outfit habe ich mich super wohl gefühlt, aber es war viel zu warm. Der Stoff war voll dick und so, deswegen, ich glaube, in so einer Bar ist es ein bisschen wärmer auch. Deswegen habe ich versucht, mir jetzt doch was Lockereres, nicht so Warmes anzuziehen. Aber ja, keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Statement, wie finden Sie es, dass Sie nicht mit dürfen? Schade, jetzt muss ich den ganzen Abend zocken. Das ist echt doof. Wow. Sehr doof. Okay. Aber ich wünsche dir viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Lieb dich. Lieb dich auch. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.